So, jetzt gehen wir rüber live nach Rimini zu unserem Kollegen Uli Köhler. Da 40 Meter, wie er eben erzählt hat, entfernt von der Adria, vom Strand, wo aber nichts los ist. Aber die Mannschaft ist eben angekommen. Wir haben es so ein bisschen mit einem Auge verfolgen können. Was für einen Eindruck haben die Jungs auf dich gemacht? Also man hat es gar nicht so richtig erkennen können, denn wie auch hier ist es voll im Gegenlicht. Aber ich kann euch versprechen, es war die Mannschaft, die hier angekommen ist. Sie sind rausgekommen. Man musste da so ein bisschen gehen, damit man so gucken konnte, okay, sie sind da, waren alle guter Dinge. Ist natürlich ganz klar, das Wetter täuscht allerdings ein bisschen, denn die Sonne, die hier unter dem blauen Himmel perfekt scheint, ist trotzdem nicht sehr erwärmend. Hat nur 12 Grad, ein bisschen windig ist es, also alles andere als wirklich schön. Aber was gibt es Schöneres als mit der Nationalmannschaft zu verreisen, wenn man Fußballnationalspieler ist, also zu Hause auf der Couch liegen, okay. Aber ich glaube, die freuen sich alle, diejenigen, die es jetzt dann hierher geschafft haben. Und für die Jungen ist es ein ganz besonderes Erlebnis. Ein Gonzalo Castro, auch ein Lars Stindl wären sicherlich auch gerne mit dabei gewesen, sind aber nicht nominiert worden. An ihrer Stelle zum Beispiel dann eben, wie wir eben schon angesprochen haben, Janik Gerhard oder auch ein Henrichs. Wie bewertest du diese Auswahl vom Bundestrainer? Der Bundestrainer schaut immer nach vorne und jetzt ist die Möglichkeit einfach bei solchen Spielen, A gegen San Marino und auch im Freundschaftsspiel dann gegen die Italien, mal die Jungs zu testen, auszuprobieren. Wie schlagen sie sich, wenn es gegen die Arrivierten geht? Also jetzt nicht San Marino, aber zum Beispiel gegen die Italiener. Da wird ja der ein oder andere Bundesligaspieler sicher geschont werden, gerade wenn man dann auch sieht, kurz danach ist dann Bayern gegen Dortmund. Da könnte ich mir vorstellen, da kriegt der eine oder andere dann schon eine Pause. Und für die Jungen ist es eine wunderbare Möglichkeit, mal zu zeigen, wie sie sich auf internationalem Parkett dann präsentieren. Und man weiß ja nie, vielleicht startet der eine oder andere durch, Benjamin Henrichs. Also da hört man ja wahre Wunderdinge. Und ich könnte mir vorstellen, da werden alle jetzt ganz besonders hinschauen. Viele hatten den ja gar nicht so richtig am Schirm. Eine wunderbare Bewährungsprobe hier gegen San Marino und vor allem dann auch gegen Italien. Bewährungsprobe definitiv dann auch im Tor. Manuel Neuer hat ja kurzfristig abgesagt. Also wir sehen entweder Bernd Leno, Marc-André Ter Stegen oder vielleicht auch beide, je nachdem. Ginter sind ja immer noch zwei Spiele, also möglicherweise zwei verschiedene Torhüter. Wie bewertest du die Absage von Manuel Neuer? Unwohlsein war da der Grund? Also das ist vor allem entspannend für Marc-André Ter Stegen und für Bernd Leno, denn die wissen jetzt kommen wir auch dran. Manuel Neuer hat ja diese Torwart-Eigenart und was manche Spieler auch haben, die wollen immer spielen, egal in welchem Spiel. Jetzt kommen die anderen beiden mal dran, aber ich bin mir ganz sicher, wenn Manuel Neuer absagt, dann hat er auch irgendwas. Also Unwohlsein ist sicher nicht, weil er nicht hierher fahren wollte. Nationalmannschaft ist für einen ehrgeizigen Sportler wie Manuel Neuer immer ein Ziel und da muss wirklich irgendwas gewesen sein und da fühlt er sich anscheinend wirklich nicht wohl, dann macht es auch keinen Sinn, hierher zu kommen. Es sind zwei ausgezeichnete Torhüter hier mit dabei und dann dürfen wir mal schauen, wie sie spielen. Bei Marc-André Ter Stegen ist es ja sowieso so, immer wenn der ja, das Nationaltrikot anhat, dann wackelt er manchmal ein bisschen. Vielleicht kann er diesmal das endlich ablegen und zeigen, auch in so einem Spiel bin ich dann mal voll da. Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Dankeschön, Uli Köhler, für uns live von der Adria aus Rimini.